Huawei P30 gegen P30 Pro. Welches Produkt ist besser? Wenn ihr zwischen den beiden Handys schwankt, hilft euch dieses Video. Ich stelle die unterschiedlichen Daten der Smartphones in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften gegenüber. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. Im Bereich Design ist das P30 mit 83 zu 73 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 27 Gramm leichter, 0,8 mm dünner, 8,9 mm kürzer, 2 mm schmaler und 16,9% geringeres Volumen. Bildschirm. In der Kategorie Bildschirm kommen beide Smartphones auf 69 Punkte. Folgendes Merkmal besitzt das P30: 6% höhere Pixeldichte. Das P30 Pro hat folgenden Punkt vorzuweisen: 6,1% größere Bildschirmgröße. Leistung. Im Bereich Leistung gewinnt das P30 Pro sehr knapp mit 76 zu 74 Punkten. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: 256 GB mehr interner Speicher. Kameras. In der Kategorie Kameras ist das P30 mit 95 zu 93 Punkten sehr knapp vorne. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung und es bietet eine manuelle Verschlusszeiteinstellung. Das P30 Pro kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 6,2% mehr Megapixel der Hauptkamera, 11,1% größere Blende bei minimaler Brennweite und zweifach größerer Zoombereich. Audio. In der Kategorie Audio ist das P30 mit 33 zu 8 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgenden Vorteil überzeugen: Hat einen 3,5 mm Klinkenstecker. Akku. Im Bereich Akku ist das P30 Pro mit 95 zu 57 Punkten eindeutig vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 15,1% mehr Akkuleistung, kann kabellos aufgeladen werden und kann andere Geräte kabellos aufladen, Reverse Wireless Charging. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften sind beide Produkte ebenbürtig mit 90 Punkten. Das P30 hat folgende Eigenschaft vorzuweisen: Ist von der Digital Living Network Alliance zertifiziert. Das P30 Pro hat folgenden Punkt vorzuweisen: Unterstützt zwei SIM-Karten. Ergebnis. Beide Handys erreichen insgesamt 84 Punkte. In der Beschreibung unter dem Video habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Handys verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Falls euch dieser Vergleich gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn euch etwas fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich und alle anderen auch gerne wissen, für welches Gerät ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Wenn ihr neue Vergleiche nicht verpassen wollt, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.